So, willkommen zurück zu Let's Play Aoni. Und ich habe mich jetzt mit Zettel und Stift bewaffnet und jetzt mache ich mich dann langsam auf den Weg. Gucke ich mich noch ein bisschen im Haus um. Habe schon gespeichert, sind ja diesem komischen Vieh jetzt endlich entkommen. Und ach so, ja, die Kombination brauche ich ja noch. Stimmt ja, aber ich muss ich mir noch aufschreiben. Okay, nein, dafür muss ich ja hoch. Ich glaube, das war hier unten, ne? Ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Jawohl. Wie kam der eigentlich dahinter? Ist er durch die Wand? Yes. So. 239. Scheiß Kurzzeitgedächtnis. So. Gut. Und. Okay. Ja, da kommt nochmal. Was ist denn jetzt los? Ach so. Hoppla. Mein Fehler, Entschuldigung. Aber wofür jetzt? Wofür? 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 Wofür war diese Kombination? Gibt es irgendeinen Safe, den wir aufmachen müssen, oder? Irgendwas in der Art. Ha. Hier kann man nicht durch, ne? So, da muss ich irgendwie einen Code eingeben, oder wie? Wow! Oh. Okay, ich muss nochmal gucken, wo der da herkam. Das war wohl so eine Art. Boah. Versteckter Hinweis oder so. Boah, grüne Scheiße. Wahnsinn! Okay, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo, wo kam der jetzt her? Ich glaube da oben, ne? Oh wehe, bloß nicht. Ist hier irgendwas? Ne, ne? Komisch. Irgendwas ist hier, das weiß ich ganz genau. Ha, komisch. Ich kann die Regale aber auch nicht verschieben, ne? Nee. Geht nicht. Hä? Okay, an alle, die das Spiel kennen und denken, ich stelle mich gerade an wie der letzte Joghurt. Das ist ein Blind, okay. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll jetzt. Wo kam der eigentlich? Der kam ja von den Regalen hier. Ist das irgendwie ein versteckter Hinweis gewesen, oder? Oder ist er jetzt einfach woanders abgedüst? Wo ich vorher nicht hin konnte. Komme ich da jetzt durch? Immer noch zu. Auch noch zu. Sehr, sehr seltsam. Oh! Oh, ich dachte schon, es wäre wieder das Vieh. Hiroshi, bist du okay? Ja, glaube ich. Hiroshi? Hast du es auch gesehen? Das Monster? Ja.
Es ist so unglaublich, dass so eine Kreatur existiert. All die Ausgänge sind blockiert. Wir sind hier gefangen. Scheint wohl so. Wir teilen uns ab und ich checke das Erdgeschoss. Den ersten Stock. Okay, viel Glück. Okay. Also soll ich jetzt hier durch oder geht der überhaupt? What the actual fuck? Okay. Ist hier irgendwas drin? Nee, ne? Ah. Hätte ja sein können. Ja, Was? Okay. Eine Fake Tür. Gefakte Tür. Okay, hier komme ich auch noch nicht rein. Das hier ist ja das Piano-Zimmer. Huh! Da kann echt nicht die Finger von mir lassen, diese blutgeile Sau. Jesus! Okay, ich glaube, ich muss da auch lang. Immer noch zu. Ja, wie, ja, weh. Rette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 t
Genau. Ich muss mir ja merken, dass das die. Ich muss mir bestimmt die Tasten merken, die das sind. Das lässt sich ja wirklich erklären. Oh, hier nicht. Oh, Tatsache. Klar, irgendwo müssen wir es ja benutzen können. Was? Vier? Sind die ganz sicher, dass die da nicht geschlampt haben? Wieso vier? Okay. Okay, ich glaube, das da oben sind Klaviertasten. Vielleicht, nee, dachte ich jetzt, wenn die letzte nicht sein würde, okay, eine Null. Aber bringt nichts, okay. Was machen wir da? Gucken wir mal. Vielleicht muss ich, okay, die zwei, die links und rechts, die sind ja umgedreht. Okay. Muss ich jetzt die zwei umdrehen, dass daraus eine 5 wird oder wie, oder was? 9 oder 6. Auf jeden Fall, der zweite muss eine 3 sein. Und der muss eine 3 sein. Da führt nichts dran vorbei, weil die 3 hat ja auf beiden Seiten so Kerben. Vielleicht stelle ich mich einfach auch nur doof an. Vielleicht gehe ich ja in die völlig falsche Richtung. Aber das sieht mir aus wie Klaviertasten. Aber wie rum muss ich die drehen? Vielleicht kann ich auch oben an den Klaviertasten was machen. Nee, geht nicht. Manchmal. Nee, geht nicht. Ich kann nicht spielen auf dem Klavier. Kann ich? Okay, dann muss ich wohl nicht auf dem Klavier spielen. Was gibt's denn sonst noch? Vielleicht noch ein Hinweis hier oben, oder? Nee. Würde mich wundern, wenn er da rausgeschossen kommt. Nicht auf dumme Gedanken bringen. Uiuiui. Ich glaube, wenn ich hier unten lang gehe, kommt er wieder. Irgendwo raus, ne? Oh, das gefällt mir überhaupt nicht hier. Ah, sag ich doch. Schnell wieder ins Zimmer. Oh, schnell rein. Zoinks! Hm? Okay, das hat nicht ganz geklappt. Hat mich erwischt. Ich wäre eigentlich schon neugierig, was er mit Hiroshi macht, wenn er ihn im Schrank findet. Vielleicht gesellt er sich dazu, macht die Tür zu. Ein bisschen rumkuscheln, rumfummeln, ein bisschen rumtätscheln und rumknutschen. Na, okay. Ich wollte jetzt nicht irgendwelche scheußlichen Bilder in eure Köpfe reinbrandmarken. Falls ihr es versucht einfach loszuwerden, zu vergessen und falls es nicht klappt, ja, scheiße war's. Ja, es ist jetzt sowieso ein guter Moment für eine Pause, also ja, gibt's ja sowieso nichts weiter zu tun. Also, bis demnächst.